Hallo, Hallöchen, ihr Lieben, und hier ist wieder eure Anni und ich hoffe, ihr seid genauso gut in das Jahr 2020 reingerutscht wie ich und habt euch schon so ein bisschen eingelebt. Kleiner Scherz am Rande. Ja, und auch auf diesem Kanal soll es in diesem Jahr auf jeden Fall nicht ruhig sein, sondern es soll weitergehen mit bunten, witzigen Pferdethemen, aber auch natürlich mit Themen, die euch rund ums Pferd interessieren. Und da habe ich tatsächlich im letzten Jahr noch ein Video gedreht und das möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten, denn wir haben schon im letzten Jahr eine Kooperation mit der Pferdefutterfirma Consaltro begonnen. Die haben ein sehr neues, ausgeklügeltes, spezielles Fütterungskonzept für Pferde entwickelt und Pferdefütterung ist ja nun mal ein riesengroßes Thema und ich sage gleich, das Ganze, was wir euch in diesem Video zeigen werden, sind natürlich nur Fütterungsbeispiele. Ihr müsst es natürlich individuell alles auf euer Pferd anpassen und abstimmen. Die Lendi hat in diesem Video eine Schüssel bekommen zu Demonstrationszwecken. Die Lendi wird natürlich nicht nur mit einer Schüssel am Tag gefüttert, sondern kriegt mehrere Mahlzeiten über den Tag verteilt. Ja, und wer hat mir bei diesem Video im letzten Jahr geholfen? Das war keine geringere als euer Tinkergirl, die Mara. Wer die Mara jetzt natürlich noch nicht kennt, der sollte unbedingt nochmal in die Infobox klicken. Ich habe euch eins der witzigsten Videos mit ihr hier verlinkt und das solltet ihr euch einmal anschauen. Und sie hat auch in unseren beiden Musikvideos mitgespielt. Und jetzt kommt natürlich die Frage von vielen, macht ihr dieses Jahr auch wieder einen Song? Und da sage ich euch gleich, Top Secret, das wird noch nicht verraten, ihr Süßen. Und noch eine Sache, bevor es jetzt losgeht mit dem Video. Bitte aktiviert unbedingt die Glocke. Denn nur wenn ihr die Glocke auf unserem Kanal aktiviert habt, bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn wir neue Videos online stellen. Bei den letzten Videos habe ich nämlich gemerkt, dass scheinbar einige nicht mehr benachrichtigt werden von YouTube. Und das ist natürlich mega schade. Aber wenn ihr die Glocke aktiviert habt, bekommt ihr weiterhin eine Benachrichtigung, wenn wir auf unserem Kanal ein neues Video starten. Und jetzt viel Spaß mit unserem Fütterungsvideo in Kooperation mit der Pferdefutterfirma Consaltro. Korianderflavor bei Anni. Meine Lieben, und hier ist wieder eure Anni und ja, wie ihr sehen könnt, es ist jetzt schon ein bisschen kälter geworden und ich brauche schon eine Mütze am Stall und die Lenny braucht auch schon ein bisschen dickere Decke und ich habe heute Besuch und zwar von der Mara, die hält auch gerade die Kamera. Die Mara, die dürftet ihr noch aus unserem Pferdegirl Musikvideo kennen und die Mara, die möchte heute mal ein bisschen mit Landlust und mir mitgehen. Die hat auch gerade schon ein bisschen beim Reiten zugeguckt und ja, die Mara interessiert sich eigentlich dafür, was ich der Landlust so füttere. Und ich möchte euch heute einen neuen Kooperationspartner und ein neues Pferdefutter vorstellen, was ich der Lendi momentan füttere. Das Futter ist zum einen ein Mineralfutter und zum anderen ein Spezialfutter für die Hufe. Denn gerade jetzt im Winter ist es ja so, dass die Pferde wieder aufgestallt werden, meistens auf einer Matratze, was ja auch schön ist, damit halt die Wärme auch nicht so rausgeht im Winter. Und wenn man die Pferde auf einer Matratze einstallt, hat man natürlich auch nicht so eine heftige Staubentwicklung, als wenn die Pferde in so einem Stalltrakt jeden Tag gemistet werden. Da streiten sich die Geister. Ich persönlich finde das eigentlich eine ganz gute Lösung. Und ich möchte euch jetzt einmal unser Futter vorstellen und auch zeigen, was die Landlust so zu fressen bekommt. Hi Mara, da ist es ja wieder, unser Pferdegirl. Und diesmal ist sie ja erblondet, Mensch. Und die Haare sind kürzer, krass. Mara, du wolltest einfach mal ein bisschen gucken und du hast ja auch gesagt, die Lenny, sie sah im Musikvideo so gut gefüttert, also so das Fell so glänzend und die Hufe sehen gut aus, hast du gesagt. Und du würdest gerne mal wissen, was wir der Lenny so füttern momentan. Auf jeden Fall. Und eins muss ich dir vorab mal zeigen, was wir gerade mit der Lenny so an Problemen haben. Da kannst du ja einmal zum Hinterhuf gehen, hebst du mal hoch. Lenny, gib mal hoch.
Ja, genau. Und zwar, das sieht man jetzt nicht so, weil wir kommen ja gerade aus der Reithalle, obwohl doch, man kann es ein bisschen erkennen. Die Lenny hat so ein bisschen mit Strahlfäule zu kämpfen im Moment. Und gerade wenn die Pferde so, wenn es so in die Winterzeit geht, hat man häufiger Probleme damit. Mara, kennst du das von deinem Tinker im Winter auch, dass der so Probleme hat? Ja, das ist mit dem Behang so schlimm. Echt? Hat der da mit Mauke zu tun, oder? Ja, eher milbenmäßig und Dreck und aber sonst, ja. Hat er denn auch so mit Strahlfäule manchmal zu kämpfen im Winter? Da hätte ich vielleicht was für dich. Ich nehme dich jetzt einmal mit in die Futterkammer und dann zeige ich dir mal unsere neuen Produkte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Ich mich auch. Ja, liebe Mara, jetzt habe ich dich einmal mit in unsere schöne Futterkammer hier genommen. Und ich habe auch gleich unsere Produkte hier einmal. Genau, das ist einmal das von Consaltro, das Hufwohlforte. Und dann haben wir hier von Consaltro noch das Mineral Aktiv. Kennst du diese Futterfirma schon? Nein. Dann lernst du sie jetzt einmal kennen und was das Konzept dahinter ist. So, jetzt holen wir erstmal eine normale Futterschüssel und dann machen wir erstmal die Grundmixtur, die Lendi immer bekommt. Und dann zeige ich dir die beiden Produkte. Ja, die Mara, die hat jetzt schon den Hafer hier reingefüllt und wir geben der Lenny immer so anderthalb Schippen. Ich habe das auch mal abgewogen gehabt früher, jetzt mache ich das schon so nach dem Maß. Ich gucke immer so auch den Ernährungszustand von Lenny außen an. Und Mara, weißt du noch, wann ein Pferd eher unterernährt ist? Ja, wenn man die Rippen sieht. Jetzt haben wir halt hier die Grundmischung, den Hafer. Und da die Lenny so ein bisschen zu Spatt neigt und Arthrose, habe ich auch immer so eine kleine Kur. Das ist so eine Gelenkkur, ich glaube, das ist von Physiodoc, genau. Und da sind so Algenpräparate drin, die sind halt gut für die Gelenke. Mara, da kannst du dann auch nochmal aufmachen und zwei Messlöffelchen da reintun. Genau, das ist auch, das riecht immer so ein bisschen strenger, da musste sich die Lenny erstmal dran gewöhnen. Hat sie nicht sofort gefressen, aber jetzt mittlerweile geht das ganz gut. Genau, super. Jawohl. Und dann habe ich hier noch Teufelskralle. Das kombiniere ich halt auch immer so. Das gebe ich ihr aber auch nur kurweise, weil das ist schon so ein Entzündungshemmer, ein pflanzlicher sozusagen. Man kann auch Ingwer füttern. Und da gibst du ihr auch mal zwei Messbecher oder diese Messlöffelchen. Genau, super. Ja, Mara, und jetzt haben wir hier von Consaltro das Mineral Aktiv. Und da kriegen die Turnierpferde, also so Pferde, die so ein bisschen höheren Leistungsbereich gehen, wie die Lendi, die kriegen circa 2/3 Messbecher, das heißt 80 bis 120 Gramm. Und du hast jetzt hier so einen 120 Gramm Becher, das heißt, den einmal voll machen und auch dazu. Genau, du kannst dir auch mal die Konsistenz zeigen. Mal einen rausnehmen. Also es ist so ein ganz normales Pellet, was man so kennt, ne? Eigentlich sehen Mineralpellets so aus. Also das unterscheidet das jetzt nicht extrem von den anderen, die man so kennt an Pellets, ne? Oder hast du irgendwie, fütterst du auch Mineralfutter deinem Tinker, oder? Eigentlich im Moment noch nicht. Im Moment noch nicht. Ist eigentlich ganz gut, weil man damit auch den Stoffwechsel so ein bisschen entlasten kann. Gerade so hier die Consaltro-Mischung, da erzähle ich aber gleich nochmal was dazu. Kannst du auch einmal reinmachen. Jawohl. Also generell ist Mineralfutter sehr, sehr gut und auch gerade jetzt so in dieser kalten Jahreszeit kann man den Stoffwechsel der Pferde sehr gut entlasten und den Mineral- und Vitaminhaushalt nochmal so ein bisschen auffrischen. Und Consaltro hat da wirklich versucht, halt die Zusatzstoffe in der Menge so zu optimieren, dass halt der Stoffwechsel bei der Verdauung auch entlastet wird. Und ja, die Lenny, die kriegt das jetzt schon so ein paar Wochen und ich finde, das Fell und die Haut sind schon deutlich besser geworden. Und da sind halt wirklich solche Stoffe wie Zink und Selen sind da drin und Spurenelemente und das ist halt auch sehr gut für das Haarwachstum und für das Hornwachstum. Also generell, ich habe auch mit Consaltro
mal Rücksprache gehalten. Die haben gesagt, eigentlich für jedes Pferd zu empfehlen, auch Mineralfutter dazu zu füttern. Weil gerade so hier in unserer Gegend, wo wir sind, da ist immer ein ganz großer Selenmangel. Hast du bestimmt schon mal vom Tierarzt gehört. Ne? Ja. Also das ist, wie gesagt, das Mineralaktiv. Da sind alle Sachen drin. Wir haben jetzt, glaube ich, hier den 14-Kilo-Sack. Und da unten ist dann auch natürlich die Zusammensetzung nochmal zu sehen. Und ja, das ist das Mineralaktiv von Consaltro. Ihr könnt euch natürlich auch immer noch auf der Homepage von Consaltro informieren und auch auf Instagram. Und jetzt möchte ich dir noch was ganz Besonderes zeigen. Und zwar das Produkt von Consaltro. Das Hufwohl Forte, das kannst du auch einmal in die Hand nehmen. Genau. Und dann kannst du das mal rausholen, was du da so drin siehst. Und einmal zeigen in die Kamera. Genau. Wie sieht das aus? Das sieht ein bisschen aus wie Milch zusammengequetscht. Wie zusammengequetschte Milch? Oder Milchpulver. Weißt du, an was mich das erinnert? So an Kreide, ne? Als ob das so ein Stück... Ja, ein bisschen Kreide, aber es ist von der Farbe her wie Milchpulver. So Milchpulver, ne? Genau. Genau, ich erkläre dir gleich mal... Riecht auch ein bisschen danach. Ja, das riecht so ein bisschen wie Vanille, ne? Vanille, ja, Milchpulver, ne? So wie Vanille, genau. Ich erzähle dir gleich mal ein bisschen was dazu. Ja, und das ist das Consaltro Hufwohl Forte. Und gerade jetzt im Winter haben ja viele Pferde mit Strahlfäule, mit Mauke und so weiter zu kämpfen. Und das ist hier wirklich ein ganz hoch aufdosiertes Spezialpräparat. Das ist speziell entwickelt worden für diese Probleme im Hufwachstum. Da ist ein ganz, ganz hoher Anteil an Vitamin B6 drin und da ist auch ein ganz hoher Anteil an Zink und Biotin drin. Das Schöne an diesem Futter ist tatsächlich, dass man das ganz leicht dosieren kann. Wenn man jetzt so bei anderen Futtersorten, muss man ja halt, wie gesagt, mit diesen Messbechern das versuchen und die kann man ja auch nicht hundertprozentig immer alle abwiegen, die Sachen. Bei manchen Sachen, wenn das so medizinische Präparate sind, muss man das nochmal extra nachwiegen. Und hier ist es wirklich so, dass man hier hinten auf der Packung steht es auch drauf, bei leichten Pferden, da reichen, also die sind so bis 450 Kilo, da nimmt man 9 Gramm, das sind 5 Pellets. Und dann haben wir bei schwereren Pferden, und da zählt die Lenny dann auch schon so ein bisschen mit zu, und sie ist ja auch eher so in dem unteren Leistungsbereich, da nimmt man dann 12 Gramm und das sind dann 7 Pellets. Also man kann es wirklich per Hand dosieren und das hier kann man dann einfach abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann hat man das schon dosiert und da kann man dann wirklich mal so eine richtig intensive Kur machen. Und die Lendi hatte am Anfang wirklich Hornprobleme. Die Hornwand ist an einer Seite richtig abgesplittert. Die Schmiedin hat das jetzt ganz gut behoben und seitdem sie wirklich das Consaltro bekommt, ist das Horn richtig schön an der Seite runtergewachsen. Ich könnte mir daher vorstellen, Mara, dass das vielleicht auch eine Option ist, im Winter das deinem Tinker zuzufüttern. Anni, wie kriegst du es eigentlich hin, dass Lennys Fell so glänzt? Also, das ist der Geheimtrick Nummer 1. Nein, ist eigentlich ganz einfach. Neben diesen wirklich gut hochdosierten Vitaminpräparaten habe ich hier immer noch einen Kanister Leinöl. Kannst du auch einmal zeigen. Der ist jetzt nicht von Consaltro. Das ist hier, glaube ich, Equipower, genau. Da hole ich mir immer wirklich einen großen Kanister und da kriegt die Lendi halt, wie gesagt, immer 50 Milliliter noch dazu. Und das ist halt meine Spezialmischung. Und seitdem ich sie so füttere mit dieser Mischung, sieht sie halt auch wirklich so aus. Also viele haben auch mich bei Insta gefragt, ja, wie habt ihr die so krass hingekriegt, dass die im Musikvideo so gut ausgesehen hat, so mit dem Fell und so. Ne? Und weißt ja noch, eigentlich mussten wir gar nicht viel irgendwie mit ihr machen, sie nicht ansprühen oder sonst was. Und ja, das ist wirklich so, so füttere ich sie. Ich weiß, ganz viele haben da ganz eigene Vorstellungen von der Pferdefütterung. So, liebe Mara, jetzt kannst du der Lendi das auch einmal geben. Und die ist auch schon ganz wild auf ihre Pellets. Die mag die nämlich total gerne, wie du siehst. Die sind immer sofort weg. Und auch das Mineralfutter ist sehr schmackhaft. Weil Lendi ist eigentlich ein Pferd, was sehr wählerisch ist. Die hat nicht alles gefressen am Anfang. Aber hier sieht man, da steht sie total drauf. Ja, die Mara, die füttert die Lendi jetzt noch so ein bisschen. Genau. Ja, wie gesagt, das war ein kleiner Fütterungstipp von mir. Jeder füttert natürlich anders. Manche füttern dreimal am Tag, manche füttern kein Getreide. Ich denke, das ist immer individuell pro Pferd.
Und es geht ja auch hier hauptsächlich um diese Vitaminpräparate, die man zusätzlich zum Futter dazufügen kann. Egal, ob ihr euer Pferd getreidefrei füttert oder ob ihr das nur einmal am Tag füttert oder mehrmals am Tag mit zusätzlichen Rationen. Ich finde, das solltet ihr auch immer eben individuell schauen. Solltet ihr mit dem Tierarzt oder Tierheilpraktiker eures Vertrauens einmal besprechen. Und ja, das ist wie gesagt ein Tipp, wie ich die Lendi füttere oder das ist meine Fütterungsroutine. Ja, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat und ihr wollt mehr über das Fütterungskonzept von Consultro erfahren, denn die haben noch eine sehr weitreichende Palette an Pferdefutterkonzepten, dann solltet ihr unbedingt mal auf deren Instagram-Account vorbeischauen. Ihr könnt natürlich auch mich auf Instagram kontaktieren. Oder ihr guckt bei Consultro direkt auf die Homepage, denn Consultro liefert euer Futter auch nach Hause. Das mache ich selbst mittlerweile auch so, dass ich das Futter von Consultro online bestelle. Ja, und jetzt kann ich immer wieder nur sagen, es wird noch ein weiteres Fütterungsvideo geben. Da werdet ihr dann nochmal direkt sehen, wie viel Mahlzeiten die Lendi bekommt, was für eine Menge sie bekommt und was sie momentan bekommt wegen ihrer Darmbeschwerden. In der nächsten Woche gibt es dann erstmal ein Video von Lendis Physiotherapie. Denn bei der Lendi zwickt es und zwackt es momentan doch ein bisschen mehr, als wir gut finden. Und deswegen ist nochmal die Jessie gekommen und hat mit ihr Physiotherapie gemacht. Die Jessie, die kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr uns länger folgt, von dem Charlie. Den hat sie nämlich auch schon behandelt. Und da wird es dann die kommende Woche noch ein Video mit Lendis Physiotherapie geben. Und jetzt, ihr Süßen, wie immer, schaut auf Instagram vorbei und auch auf TikTok. Ich hab euch lieb, eure Anni. Was krieg ich jetzt zu essen? Eine Bockwurst bei Meckes hole ich mir jetzt. Bockwurst bei Meckes? Ja. Seit wann gibt's da Bockwurst? Schon immer. Schon immer. Okay, Mama, mach's gut.